Wobei das klingt zu deutsch. So, dann mal ab zum Strand und mal gucken, was uns unsere Meisterspionin zu erzählen hat. Ach, schon wieder ein Gegner hier. Ja. Autsch. Weiche von mir, Pirat. Ach, da ist ein hinter mir noch. So. So, Rang 10 mittlerweile beim Meuchelmord erreicht. Na, ich habe gerade Rang 10 bei leichter Rüstung erreicht. Wow. Alter Verwalter. Das war. Alter, ist Inch zu Staub zerfallen. Was geht denn mal? Ich schnetzel hier leicht und da kommst du daher und. Pulveris So viel Justi? dazu. Ja. Tja, schön gesagt. Oh, das ist echt cool, diese neue Aktion, die ich habe. Ja? Ich springe tatsächlich so nach vorne und porte mich so ein bisschen. Das ist cool. Ich glaube, das ist die perfekte Tank-Attacke, auch wenn ich natürlich kein Tank bin als Nachtklinge, aber. So, wo ist die Larissa denn? Die ist da oben. Dann kann ich dir vorne an dem mal zeigen. Ich jetzt hier. Zack. Oh. Ja. Cool, ja. Teleportationsschlag heißt das Ding. I like it. Sieht auch sehr Dann nett muss. aus. Ja, das ist der Leuchtturm, den wir gesehen haben, als wir vom Schiff gekommen sind, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Mit dem Wolf noch Platz hier. Ein Ahorn. Oh, ich kann den Ahorn hacken. Cool. Oh ja, ich Unbearbeiteter auch. Ahorn. Sehr praktisch. Ich hätte ihn hacken können, wenn du nicht gehackt hast. Also die Sachen scheinen tatsächlich zu verschwinden. Ich bin jetzt Sammlerneuling und Larissa ist hier unten am Strand, natürlich, wo auch sonst, am Strand. Hallo, liebe Crew. Hat ihre Merry Men versammelt. So, reden wir mit ihr. Meine Mannschaft ist in Sicherheit und wurde nur ein klein wenig gefoltert. Wenn das mal kein Erfolg ist. Tja, ich hab die olle Helane sterben lassen. Viele Kapitäne, die auf dem Meer hier in der Gegend segeln, werden sich über diese Neuigkeit freuen. Sprechen wir über Gefallen. Ich schulde euch einen großen. Tja, helf Kapitän Kalin und ich ziehe ihr großes Ding durch. Das hört sich falsch an. Für meinen Geschmack ist sie etwas zu besessen vom alten Faharajad. Aber ich mag ihren Stil. Da ich ja ein neues Schiff brauche, sollte das Gold noch nützlich werden. Ich bin dabei. Ich kann das, was ihr für uns getan habt, nicht unbelohnt lassen. Wir sehen uns in der Stadt. Sehr sch. Oh, da kommt jemand an. Ich habe gerade jemanden gehört, der hat uns gerufen. Hast du es gehört? Hier Hey, vorne. ihr da! Hier. Braucht ihr Hilfe? Hier. Die Nicolette ruft uns. Sehe ich ehrlich gesagt nichts. Ich dachte schon, ich finde euch nie. Sehr schade. Ihr seid ja nie lange an einem Ort. Kann ich euch behilflich sein? Ich bin Nicolene. Ich arbeite für Kapitän Kalin. Sie hat mich losgeschickt, um euch zu finden und zu fragen, ob ihr Glück bei der Rekrutierung für unseren Beutezug hattet. Sieht so aus, als hättet ihr schon neue Freunde gefunden. Tja, das könnte man so sagen. Dann hört mal zu, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben ein Versteck bei den Docks eingerichtet. Kommt dorthin, sobald ihr fertig mit dem Rekrutieren seid. Sucht nach Lambur, draußen vor der Tür. Okay, ich komme zu euch, wenn ich bereit bin. Es gibt drei Leute, die Kapitän Kalin gerne bei ihrem Beutezug dabei hätte. Lerissa, die Gerissene, Yakarn und Neramo. Sie hat mir von ihnen erzählt. Über wen wollt ihr mehr wissen? Gibt es schon Hinweise auf Yakarn? Er wurde ins Grab geworfen. Das ist ein Gefängnis unter Oberhaupt Boseks Palast. Er wirft die Leute dort hinein, um sie zu vergessen. Man Okay, kommt. also jetzt kam hier gerade Nicolene an, was ja bei dir scheinbar nicht getriggert Ja, ist, aus doch. welchem Grund. Du hast nur die Quest wohl schon abgeschlossen und dann ist sie hierher gelaufen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht und jetzt ist sie auch Ah, da okay. gewesen. Und wir sind relativ knapp schon an Stufe 7 dran, also 83% bei mir. Ich will jetzt mal eben kurz diese neue mittlere Rüstung anziehen, die ich da bekommen habe. Die Weste des Du Schmugglers. hast noch immer keine Schuhe an. Oh Gott! Alter, guck mal, wie ich Oh aussehe. Gott! Ja, Schuhe ziehe ich mir jetzt mal an. Ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich bereit für die Disco oder sowas. Den Paddy's Day. Ja, genau. Und ich habe ein Batman-Logo auf der Brust mit ganz viel Fantasie. Ja. Aber Eher warte mal, kann man Nightwing sich oder so. die Verkleidung, kann ich mir die jetzt anziehen? Guck mal, ich kann mir die Verkleidung sogar anziehen. Die geht über meine normale Rüstung. Dann sehe ich wenigstens ein bisschen schick Ein aus. Dolch könntest du ja auch noch anlegen, dann machst du mehr Schaden. Also Ich habe noch einen den Dolch. zweiten Dolch meine ich. Habe ich doch.
Wie? Du hast bei mir gerade einen Dolch und einen Axt. Ach ja, ich hab... Stimmt, ich hab die Axt noch. Ich hab den gar nicht... Schlammkrabbe. Stirb. Ich weiß, was der Fehler war. Wenn man automatisch ausrüstet, dann rüstet er immer nur in die Primärhand aus. So. Jetzt habe ich nämlich beide Dolche. Okay. So, dann sehe ich wenigstens nicht wie so ein Gammler aus. Gut. Neramo haben wir ja schon gefunden. Mit dem sollen wir dann Bsark. Genau, ich würde sagen, wir laufen jetzt zurück, können dann mit Neramo sprechen. Genau. Und dann zurück in die Stadt. Und dann haben wir auch schon die Location von Jakan oder wie der heißt. Dann haben wir eigentlich für Kalin schon ihre Truppe zusammengestellt. Bin gespannt, ob es dann hier noch weitergeht. Ich mag das Gebiet ja. Ja, ich würde jetzt auch noch hier bleiben. Wir sollten vielleicht mal zurück dann, um uns zumindest mal Handwerk anzuschauen. Wobei es natürlich in Dolchstürz viel, viel schöner ist. Ich meine, Heimatwelt der Bretonen und Bretonen sind halt einfach super. Ja, ich mag das Klima auch nicht so, aber wenn man guck mal da hinten in die Ferne, das ist doch schön. Ich muss das sagen, ich bin Bretone, also. Ja, du bist mir zu sehr im RP drin. Ich frage mich übrigens, warum ich die ganze Zeit unentdeckt bin. Ich habe die ganze Zeit... Weil du die Verkleidung trägst, denke ich mal. Ah, okay, das kann sein. Aber ich jetzt hast du sie abgelegt. Ja, jetzt ist weg. Ja, schönes St. Patrick's Day Outfit. Das ist schon schick. Das hat so ein bisschen was von 80er Jahren. Ja, eventuell kannst du das ja dann auch einfärben. Lässt sich ja inzwischen machen in dem Spiel. Okay. Aber ich finde die auch jetzt so allgemein, finde ich die nicht besonders schön. Ja, ist also halt eine klassische Anfängerrüstung irgendwie. Anfängerrüstungen sehen irgendwie immer beschissen aus. Wobei, da habe ich ja schon deutlich bessere Sachen gefunden. Das ist so was, was mich ein bisschen stört. Ja. Ich möchte jetzt mal eine schöne, mächtige Robe und eine Kapuze. Das erwarte ich mir. Ja, ich glaube, wir erwarten zu viel von Stufe 6. Oder bist du schon 7? Nö. Auch 6, ja. Süß. So. Oh, guck mal. Fia Al Ghul ist hier. Ja, da hat sich wohl jemand einen Charakter erstellt nach der letzten Arrow-Folge. Das ist ein Spoiler. Das ist Spoiler für Season 4. Ja, genau. Stimmt also eigentlich. Tja, kleiner Wolf. Ich muss meine Worte mit Bedacht wählen. Ist ja nur Spekulation unsererseits. Ja. Wohl wahr. Oh, ich kann sogar nach vorne springen, wenn ich gerade nichts zu tun habe. So, hier vorne ist der gute Neramo. Dann rede ich mal mit ihm. Ein Wunder. Kaum zu glauben, dass die Dwemer des alten Wohlenfell bis nach Stross Mekai gekommen sind. Mein Bruder und ich durchkämmen den Außenbereich der Ruine jetzt schon seit geraumer Zeit. Aber wir konnten nie bis ins Innere vorstoßen. Warum wollt ihr dort hinein? Aus verschiedenen Gründen. Einer ist, dass Oberhaupt Bosek mich beauftragt hat, die Ruinen zu erkunden. Ein faszinierender Aspekt der Dwemer-Ruinen sind die uralten Mechanismen, die man darin findet. Bosek denkt, man könnte sie in Hundings Hafen einsetzen. Ich muss hineingelangen, um das zu untersuchen. Tja, vielleicht kann ich helfen. Können wir helfen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Ich glaube, dieser Automat könnte die Tür öffnen, wenn man ihn nur wieder zusammensetzen und steuern könnte. Ich habe seinen Steuerstab, aber zwei Fokuskristalle scheinen zu fehlen. Findet sie und ich erledige den Rest. Gut. Na gut. Ghislaines Architektur der Dwemer liegt hier. Schön. Ein neues also einmal entdeckt. Oh, ein Buch für die Magiergilde. Sehr schön. Das pusht den Fortschritt mit für die Magiergilde. Mit den Fokuskristallen kann ich diesen... Hast du hier andere Bücher als ich? Hier liegt Ghislaines Architektur der Dwemer. Ah ja, nee, ich sehe. Magiergilde, ja, genau. Ja, manchmal liegen da andere Sachen, aber das ist tatsächlich für uns beide gewesen. Hier ein schöner... Oh, Boseks Strafen liegt ja auch noch. Bosek bestehlen, Enthauptung. Boseks Mädchen anfassen, Kastration. Bosek beleidigen, 20 Peitschenhiebe. Steuerhinterziehung, im Käfig zu Wasser lassen. Töten einer Faust, das Grab. Eine Faust bestehlen, abhacken der Hände. Verrat an die Marine, herausschneiden der Zunge. Verrat an Helane, Kiel holen. Okay. Ja, so eine nette Liste. Schon, ja. Ja, dann haben wir links und rechts einen Ort, an dem wir... Genau, erstmal die Fokuskristalle suchen für das Dwemer Automaton, das da herumliegt. Dürfte ja eigentlich kein großes Problem sein. Obwohl es ja nur so ein Spinnenvieh, so ein Dwemer Spinnenvieh.
Vielleicht kriegen wir da ja so ein schönes Pad oder sowas, das wir mit uns herumtragen können. Oh, das wäre natürlich sehr schön. Achso, aber wahrscheinlich sind das eher Sachen, die man im Store anbieten möchte. Ja. So, haben wir den ersten Kristall. Genau. Wunderbar. So, aber zur anderen Seite. Eine? War ein schöner Weitblick, den man hier hat, ne? Also absolut, bis direkt hinter die Stadtmauern noch. Ja, ich meine, ich habe es jetzt mit Ultra laufen, du wahrscheinlich natürlich auch, ja. Aber also das sieht schon nett aus. Ich frage mich ja wirklich, wie es am Ende auf den Konsolen aussehen wird. Ja, dauert ja noch eine Weile, bis es dann wirklich rauskommt auf Konsolen, aber die Beta startet ja dann. Ist schon vorbei jetzt mittlerweile. Echt? Die war jetzt, also an dem Wochenende, wo wir jetzt aufnehmen, da ist jetzt gerade die Beta. Ach ja. Für ein Wochenende, also für, wenn ihr das Video wo willst du denn hin? Ich versuche ihn gerade mit meinen Blitzen zu vernichten, aber irgendwie. Ja, der war von was anderem getriggert. Oh, guck mal hier, ein ganzes Rudel. Ich gehe da mal rein. Oh, hier ist ein 31er. Ich glaube, der hat's im Griff. Eventuell. Hier oben hoch. Ja, hier vorne ist es. Ja, die Beta ist vorbei und ich finde es allgemein merkwürdig, dass du kannst ja nicht mal im Laden momentan die PC-Version kaufen. Das finde ich sowas von verrückt fast, dass das diese ganze Tamriel Unlimited-Sache erst dann im Juli erscheint. Stimmt, ja. Du kriegst ja nicht mal mehr die alte Box, also das ist für Leute, die jetzt vielleicht keine so starke Internetverbindung haben. Oh, hier ist eine Blume. Ist das natürlich bescheuert. Absolut. Aber gut. Ach, noch so ein Meuchelkäfer. Stirb, Meuchelkäfer, stirb. So, gehen wir mal in die Ruine rein, ne? Mal gucken, was uns hier erwartet. Hier läuft noch einer her vor uns. Ach, hier ist er schon. Neramo. Ich habe die Spinne wieder zusammengebaut, aber ich muss sie kontrollieren können. Wo wir gerade davon sprechen. Habt ihr die Kristalle gefunden? Ja, ich habe sie hier. Famos. Jetzt stecke ich den Stab einfach so hier hinein. Übrigens hoffe ich, dass ihr den Mechanismus zerstören könnt, falls ihr uns angreifen solltet. Ach, diese Beteuerung schon. Mal sehen. Steck den Stab hinein, Neramo. Steck ihn rein. Es funktioniert. Gott, was die heute wieder zweideutig reden hier. Schon vorher klar. Ja, mach mal die Tür auf hier. Mit dir. Öffne diese Tür. Oh, er hört sogar auf dich. Ach, das Dreamer-Vieh. Endlich! Bezahl! Kommt, besprechen wir drinnen unseren nächsten Schritt. Wehe, da sind keine riesigen Schätze drin. Das erwarte ich mir von einer Dreamer-Ruine eigentlich. Dreamer-Ruinen verbinde ich immer mit, wie hieß nochmal das zweite Add-on? Oder was das erste Add-on für Skyrim? Das war, ach Gott, dieses Dawnguard. Nee, dann mach ich das zweite. Das war Hardfire. Nee, Hardfire war ja kein richtiges Add-on. Also das, ich meine, das wurde diesen Malak. Ja, das war Dragonborn. Dragonborn war es? Okay. Da hast du ja auch eine Dwemer-Ruine gehabt und das Ding war so verbuggt, dieses scheiß Add-on. Da habe ich ewig in der Dwemer-Ruine festgesteckt, weil ich nicht rauskam. Gut, reden wir mit Neramo. Ja. Wie ihr seht, war Oberhaupt Boseks Vertrauen in meine Fähigkeiten nicht unbegründet. Ebenso wenig wie das meine in euren Fortschritt. Könntet ihr mir wohl bei noch einer Sache helfen? Ja, was benötigt ihr? Ungeachtet des Alters dieser Ruinen, vermute ich, dass es hier die üblichen Verteidigungsvorkehrungen geben dürfte. Ich bin Gefahren nicht sehr zugeneigt. Wärt ihr vielleicht so freundlich, die Ruinen zu erkunden, um in ihnen nach etwaigen Dwemer-Generatoren zu suchen? Da ich einen Magier dabei habe, frage ich erstmal gar nicht, was ein Generator ist, sondern sage, in Ordnung, sagt mir, was ich tun soll. Dieser Steuerstab sollte dafür sorgen, dass unser neuer Freund euch treu ergeben bleibt. Ich vermute, dass die Generatoren im Laufe der Jahre beschädigt wurden. Ihr müsst die Spinne zu den Generatoren begleiten, damit sie reparieren kann. Alright.